Ich heiße euch willkommen zurück zur OS-Kampagne von Headquarters World War II. Wir machen hier mal eine Aufklärung rein. Die sind ja ruckzuck da. Wenn die jetzt da hochfahren, habe ich ein Problem. Okay. Hier hin. Okay, das sind aber auch nur, wenn man sich das genau ansieht, leichte Panzer. Naja, so viele Truppen, die müssen... Ich glaube, die fahren eh hier vorbei, ne? Also von daher... Erstmal den vorderen Konvoi aufschalten. Na, so einfach wird's nicht. Okay, Fallschirmjäger hier rein. Panzer hier hin. Der Mörder hier runter. Die Artillerie kommt auch hier runter, das reicht. Kommst hier hin, hier lang. Scharfschützen schon mal jetzt hier hin. Oh, sehr schön. Jetzt ist das schon mal ganz gut. So, Flammenboots, hier mal runter. Ich sage jetzt mal, dass wir das hier mit der Artillerie und mit den ganzen Fahrzeugen wohl hinkriegen. Ja, wir schicken mal noch den Aufklärer, glaube ich, hier mit. Schön in die Flanke hinein. Ja, das tut weh. Und nochmal. Die Flanke hinein. Und weg. Das sind alles nur LKWs, also die werden nicht wehtun. Ja, sollten wir hinkriegen. Hier unten weiß ich es noch nicht, ob ich da die Artillerie einsetze. Werden wir mal schauen. Geht auf die Flammen, Dudes, ne? Ne, geht aufs Fahrzeug. Boah, hat's überlebt. Okay. Ja, die müssen jetzt Umweg fahren. Oh. Oh, der hat einen Mörser dabei. Und macht mir einen Schaden. Okay, das sind noch die vier. Ja, okay, das sollte gehen. Das sollte gehen. Bringt eigentlich nichts mehr, den Mörser hier mitzunehmen. Hier noch mit der Artillerie hier drauf, ja. Ja gut, vielleicht kriegst du ihn geplättet. Naja.
Das ist jetzt leider ärgerlich. Wie weit hast du? Kannst du eigentlich auch da hochschießen? Nee, dich müssen wir dann verlegen. Was machen wir? Gehen wir mit der Artillerie hier hin oder... Oha. Er hat ihn getötet, perfekt. Hat jetzt hier so eine Frage, wo man die Art. Also hier würde. Ja, komm, mach rein. Der kann einmal mit dem Mörser feuern, maximal, ne? Ja. Ich gucke mal, vielleicht reicht auch hier ein Artilleriegeschoss. Ja, komm. Okay. Wow, der hat ihn getroffen. Verfehlt. Okay. Aber gut, er hat ihn hier getroffen. Okay. Ich habe hier noch einen Trupp drin, sehe ich gerade. Deswegen habe ich den eben nicht rausgekriegt. Ah, nee, jetzt habe ich ihn verklickt. So. Gut. Ja, der kann maximal, glaube ich, einmal jetzt mit seinem Geschütz feuern. Okay. Das war der Scharfschütze, der gerade gefeuert hat. Okay, da hinten ist auch ein Scharfschütze. Oh, und ein Panzer.
Ja, wir müssen die Adler wieder hinschicken, auf jeden Fall. Okay, der ist aber jetzt im dichten Wald. Ja, Hinterhalt. Okay. Ja, was ist jetzt los? Convoy is down. Grab what you can carry from the trucks. Gut, so. Also, wir haben hinten einen Panzer. Wir müssen Artillerie jetzt nach unten fördern. Und zwar, ich würde sagen, in diese Richtung. Und dann gucken. An den Scharfschützen komme ich leider nicht ran. Das ist ärgerlich. Aber den Panzer kriegen wir. Okay, Scharfschütze. Zwei, perfekt. Den müsste ich doch jetzt schon aufwerten können, oder? Moment mal, das ging doch mittendrin. Ja, genau. Machen wir das jetzt mal aufwerten. Wir geben den 20% Genauigkeit. Hier Tarnung. Was hat denn der für Standardtarnung? Wir hatten Sicht, Tarnung. Die Genauigkeit finde ich aber schon wichtig. Genauigkeit, das und dann nachher das hier. Ja, ich würde sagen, die zwei Dinge machen wir. So, lass mal gucken, ob irgendeine andere Einheit hier auch noch einen Stern. Das ist zwar nicht meiner, aber warum kann ich den aufwerten? Ja, das mit dem Panzer, das ist auch... Nee. Alles andere noch nicht. Mal die naja, löst nichts aus, das ist schon mal gut. Hol ihn dir. Sehr gut. Fehlt. Er bleibt hier. Die deckt jetzt hier auch alles ab. Zum großen Teil. Ja, wir können sie vielleicht noch ein bisschen nach vorne schicken. Aufklärer. Ja, hier ist nichts mehr. Okay.
Upsi. Und der sieht mich nur. Oh je, je, der sieht mich, ja. Okay, da müssen wir zum Panzer hin. Sehr gut. Nicht gut. Oh, gut, 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 der Mörder, ja, perfekt. Auch wenn es jetzt nicht die beste Position ist. Er trifft. Ich gebe ihm nochmal eine, komm. Wenn du ihn tötest, schießt er eh nicht mehr zurück. Jawohl. Uff! War gut. Okay, die sind hier, ja. So, Nummer 1. Nummer 2. Und den anderen macht er da unten. So, das ist er. Die hat gesessen. Oh, Junge. Okay. Also der Mörder da ist richtig stark, das fällt mir schon die ganze Zeit auf. Und tschüss. So, dann schicken wir dich hier rein. Die Artillerie kann dann... Was machst denn du? Ach, du kannst da nicht hin? Ja gut, okay, dann komm hier hin. Du sollst da rein. Gut, hier oben ist nichts mehr. Da hinten in dem Haus war ja noch was drin, das weiß ich noch. Man sieht es halt momentan nicht. In der nächsten Runde werden wir da mal eine Aufklärung reinsetzen. Brauchen wir nicht, hier ist er. Okay. Scharfschütze. Moral. Perfekt. Ja, für Blindschuss perfekt. Das überlebt?
Nee, das ist irgendwas anderes. Moment. Das ist irgendetwas anderes. Also laut dem Ding sind nur noch die hier. Nee, das ist eine andere Einheit. Demoralisiert. Zwei getroffen, tot. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich, dass du... Naja. Okay, dann schicken wir mal den Aufklärer hier hin. Die Vorräte. Supplies gathered. Put them to good use, boys. Den können wir noch hier durchschicken. Nö, der will da nicht rein. Der weigert sich. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Wie rücken wir... Ja, wir rücken jetzt einfach mal vor und gucken, was da ist. Ich sehe hier nichts mehr. Da wirklich nichts mehr? Paratroop was rescued and a crowd officer secured. Good work, boys. Welcome back to the fight, 82nd. You boys are looking worse for wear. I wouldn't blame any of you for wanting to take a swing at our new Nazi guest here. Hell, I'm just about ready to put a bullet in his Nazi skull just to shut him up too. But that ain't how we do things. We leave that stuff to your kind, don't we, Fritz? You'll have a much better time in the hands of Intel anyway. Okay. Boah, wir kriegen hier keine Helden bisher, ne? Wir haben keine Einheit verloren. So, Auszeichnungen, ja. Ne, wir kriegen hier immer noch keine Helden. Bei den Deutschen haben wir bei der zweiten Mission schon den ersten Helden, aber hier? Nö. So, guck mal, also die Späher haben ihren Job gut gemacht. Die Schützen, Artillerie. So, der Mörser. Den würde ich jetzt sogar sagen. Der hat auch schon die Aufstieg, dass wir den auch umstellen. Dass der jetzt auch zu dieser Artillerie wird. Fahrzeug. So, was kann denn dieses Fahrzeug? Das ist irgendeine besondere Fähigkeit. Angriffsreichweite. Das ist ein normales MG, ne? Normales MG-Fahrzeug. Ja, machen wir. Wow. Hier kann ich es nicht mehr. Wow, die sind echt teuer. Wahnsinn. Haben da irgendwas Neues? Nö. Aber hier. Was ist das? Bist denn du? Das sind Sturmgeschütze. Ja, die kommen ja aber echt schlecht weg, ja.
Und das ist eine Panzerabwehr. Ja, echt. Boah, ist die schlecht. Holla, die weit wieder oben. Null. Alter Schwede. So, ich würde sagen, hier bei dem Mörsertrupp. Da können wir noch auf ein Fahrzeug normal gehen. Der Scharfschütze braucht das eigentlich nicht. Der Schütze hier, der Speer. Okay, du hast jetzt keinen Aufstieg. Du hast auch noch keinen Aufstieg. Der Scharfschütze hat den Aufstieg. Der hat auch schon die Aufwertung gekriegt. Hier geht's noch nicht. Du hast eine Aufwertung. So. Ja, das mit dem Panzerbonus, genau. Das machen wir auf jeden Fall. Der Mörsertrupp. Nee, noch nicht. Wie sieht aus mit dem Panzer? Boah, auch knapp. So, das heißt, wir haben zwei Artilleries, einen Mörsertrupp. Den Schützen müssen wir mal gucken, ob wir den überhaupt behalten. Weiß ich noch nicht. Wir könnten überlegen, denen Fahrzeuge zu geben. Ah, der Speer, der braucht eh keins. Der Speer hat, es läuft immer ohne. Der Scharfschütze läuft eigentlich auch ohne. Aber den könnte man vielleicht mal vorzuhalber ein Fahrzeug geben. Ja. Die Überlegung wäre, den Mörser komplett umzustellen. Da müsste ich. Warte mal, wenn ich die Fahrzeuge jetzt. Was würde das kosten? Die dritte Artillerie jetzt hier einfach zu gehen. 580. So, das Fahrzeug, da würde ich kriegen. Moment. Ich bin hier. Dann sind wir bei 215. Bei Verkauf sind wir bei 270. Na, das wird nicht beim Ansatz reichen, oder? Ne, wenn man bei 300. Ne. Ne, das geht noch nicht. Aber da will ich halt auch so schnell wie möglich hin auf die dritte Artillerie. Mörser ist zwar schön und gut, aber. Ansonsten kann man das alles so lassen. Dann gehen wir hier hin. So. Das hier holen wir auf jeden Fall, weil das ist super. Und das hier. Und dann gehen wir nachher. Also halt so, wenn du das machst, muss ich dann erst dann hier rüber gehen. 10% Genauigkeit. Wir könnten dann da drauf gehen. Die Tarnung. Doppelten Schaden, ja. Das mit der Frontpanzerung werde ich auf jeden Fall machen, ja. Und das werde ich, glaube ich, auch machen. Das mit dem Hinterhalt weiß ich noch nicht. Hinterhalt mit Genauigkeit ist eigentlich nicht verkehrt. Die Einheit erhält einen Angriff. Das ist eigentlich auch stark, ne?
Ja, das hier mit Infanterie. Also das hier machen wir auf jeden Fall auch noch. Das kommt auf jeden Fall mit. Moment mal, hier haben wir doch das mit dem Hinterhalt. Selbstfahrende Pack, was wir auch immer haben. Und hier? Gezogene Pack. Ah, ne, Moment mal, da kann ich das hier eigentlich komplett lassen. Und könnte dann die Genauigkeit hier vielleicht gehen. Aber viel Packs werden wir halt auch nicht haben. Vielleicht, wenn wir eine haben. Frontpanzerung. Aber wenn wir eine haben, sollten wir halt dann schon, warte mal, gezogene Pack, gezogene Flak. Naja, das ist nur Frontpanzerung für gezogene. Also bringt man hier gar nichts. Kann ich das eigentlich auch lassen? 20% Genauigkeit. Selbstfahrende Packgenauigkeit wäre eine Überlegung. Doppelten Schaden, ja, das können wir auf jeden Fall tun. Ja, das hier kann man dann weglassen. Und dann könnte man eigentlich direkt hier hingehen, ja, muss man gucken. Auf jeden Fall aber hier, das hier war wichtig, das weiß ich noch. Gut, dann hätten wir hier alles. Zweite Mission. Ja, bin mal gespannt, wo wir unseren ersten Helden kriegen. Aber wir haben jetzt schon mal so ein bisschen unsere Einheiten. Ja, ein Panzer ist halt nicht gerade die Welt, ne, aber... wir spielen Amerikaner, darf man nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Und dann geht's mit der Schlacht um Carentan weiter. Bei den Amerikanern. Bye, bye.